Hallo und herzlich willkommen bei Slender the 8 Pages. Das Horrorspiel, was 2012 rausgekommen ist. Ich habe mir gerade eben erst eine Wurst gegönnt, aber ja, das ist einfach so. Man ist einfach in einem Wald und dann muss man Seiten finden. 8 Seiten einfach. Also nicht schwer irgendwie, nö. Ist ja nicht so. Wenn man mich gerade hört, ich bin hier kräftig Co-Kommentator, spiel nicht mit. Weil er sich nicht traut. Mich auch. Also, wir machen jetzt einfach mal Startgame. Ich hoffe, man hört mich. Also, man ist einfach so. Hallo, hört man mich? Also, man ist einfach irgendwie so ein Fuzzi im Wald und versucht 8 Seiten zu finden. Und da will so ein Männchen einen dran hindern. Männchen? Ja, mit so komischen Tentakeln auf dem Rücken. Es ist ein Horrorspiel, da reißt es mich immer. Also, bei diesem Spiel, da reißt es mich so richtig und es ist einfach nicht feierlich. Und ich krieg immer Schreikrämpfe und alles. Und collect all 8 pages. Zu Deutsch, sammle alle 8 Seiten. Also man ist hier in so einem Wald, es ist dunkel, man kann Taschenlampe an und aus, oder aus und an, und man kann ein bisschen Power geben, hier so sprinten, richtig, mit 5000 Liter Nitro angezündet, so, dann geht's richtig ab bei mir. Es geht ja ab wie Schmidts Katze. Also, ja, auf dem Kanal, den könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr es seht. Da habe ich nichts, haben wir nichts dagegen. Es ist einfach der geilste Kanal auf ganz YouTube. Pages on of 8 oder wieder auf Englisch heißt, ich weiß es nicht. Also. Boah, Junge, reg dich mal ab. Der Sound, also ich feiere das Spiel einfach. Sorry, auch wenn es mich halb killt. Ich blute. Poor Valentin. Baum. Ich nicht gegen Bäume. Oh, da kommt schon irgendwo durchs Landy angeschlendert. Stier. Da ist er ja. Grüß Gott. Also in die Richtung habe ich jetzt nicht vor, weiter zu gehen. Wenn ich mich jetzt umdrehe, steht der Wetten direkt hinter mir. Ja, mach mal. Nö. Doch, da war er doch. Naja, scheiß drauf. Das will ich jetzt nicht provozieren hier alles. Das wäre ja sehr provokant. Ja, Mann, der Schlender, Slenderman schlendert hier durch den Wald, ne? Deswegen sein Nickname ist so Schlenderman. Alles still, keiner lacht, Sören hat einen Witz gemacht. Ich habe keine Ahnung, in der letzten Runde, die ich aufgenommen habe, aber dann irgendwie der Ton verkackt hat, bin ich richtig abgegangen. Ich hatte 5 Seiten, ja? Wir können das ja hinten an. Ah ja, das Slender Game gibt's übrigens im Internet gerade. Download, gratis zum Download, also zum Runterladen gratis, wir sind deutsch. Und ich verkneife mir meinen Kommentar. Das ist eine gute Idee. Und wir werden den Link natürlich in die Videobeschreibung packen. Echt? Werden wir. Hab ich ja noch mehr Arbeit? Was bist du eigentlich für ein fauler Sack? Licht aus. Mir die ganze Arbeit. Schnauze. Komm, das können wir doch. Junge Valentin, komm, das brechen wir jetzt ab hier. Du laberst die ganze Zeit nur Bullshit. Dann geh raus, Mann, das, wir wollen professionell wirken, ja? Man sieht hier wirklich gar nichts. Außer ein kleines Schatten, hier ist nicht mehr ein Licht scheint, den sieht man hier sehr gut. Wir haben keine Ahnung, wo die zweite Seite ist, auch nicht, das ist das hier. Gut so. Was hören doch, warte. Ich hab den Slenderman. Ich find gar nichts mehr. Da krieg ich echt einen Putin. Hör auf mit dem Putin, der hat's überhaupt nicht verdient. Doch, hat er. Ich erstick hier fast an meiner Wurst. Also Licht aus, Licht an.
Was ist das? Keine Ahnung. Bisschen mehr Licht wäre schön, ne? Ich glaube, das war mal die Frau auf dem Computer. Hey, da ist was. Ah, das habe ich vorhin das letzte Mal noch nicht gesehen. Also ich weiß, was das ist. Und es ist nicht schön, weil da hinter jeder Ecke der Flendi lauern kann. Da haben wir ein kleines Skript. Valentin, hör auf. Ah, ne Seite, meine. No eyes, always watched. Da kriege ich jetzt aber Angst. Bam! Jetzt ist das Licht aus. Ne, doch nicht. Da ist auf jeden Fall Ende Gelände, da ist zumindest der Zaun. Valentin, du zitierst jetzt nicht Goethe. Nein, das ist... Das steht jetzt. Ein bisschen Power hier geben hier, ne? Ist mir alles zu lahm hier. Also wenn ich in so einem Wald wäre, würde ich richtig abgehen. Dann würde ich abgehen wie Schmidts Katze. Die jetzt auch nicht verdient, genauso wie der Putin oder wie. Scheiß egal. Hier steht, hauchend zur Wüste. Sie haben mich eine willgewollte Blutwurst genannt. Aus Neid, weil ich ihn das Leben gerettet habe. Zitat Ende. Ich glaube, ich mache hier mal einen Nitzried. Das will, glaube ich, keiner hören. Bom, bom. Dafür mache ich das Licht jetzt aus. Nein, tu's nicht! Hey, da ist ja wieder Licht. Ich glaube zumindest, oder ich glaube, dass sogar bei diesem komischen... Glaubst du glauben? Ich glaube zu glauben, dass bei diesem Spiel das Länder kommt. Und auf jeden Fall glaube ich auch, dass die Batterie alle wird. Das habe ich zumindest mal gehört und das fände ich echt nicht gut. Das habe ich zumindest mal gehört. Also von irgendeiner Person, also. Oh, Baum. Ein schöner Gebäude. Fuck. Au. Oh. Unser. Da geht der Weg weiter. Jetzt hör mal auf, Valentin. Wir wollen hier ein seriöses Let's Play bringen, ne? Ich bringe nur seriöse. Seriösität. Also ich bin jetzt beim letzten Let's Play so ziemlich selten gestorben. Aber du bist gestorben. Ja, aber weniger als du. Okay, ich glaube, das lassen wir jetzt, weil das Video ist noch nicht draußen. Wenn das hier noch schon draußen ist, ne? Also Freund, was soll denn der Feist da? Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich noch weniger, aber da wabert der Nebel. Da wabert's. Das wäre richtig schön, aber ich hasse es, wenn so Nebel rumwabert. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stocker tut stehen ihm gut, es gab wohl der Mut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja jetzt kein Händchen mehr. Und weiter weiß ich nicht. Boah, ich drehe mich jetzt um und dann steht da das Slenderman, ja? Ach, da ist der Zaun. Hey, ich bin bei unserem Startpunkt. Da ist auf eine. Da ist hoffentlich meine Seite noch, ne? Ich habe jetzt keinen Bock hier mit zwei Seiten nur zu verkacken, wenn ich vorhin fünf hatte. Ich mache hier einen Walkthrough. Also einen Durchlauf auf Deutsch. Auf Deutsch. Da ist eine Seite! Ich krieg die dritte Seite noch! No, bei der Seite habe ich das letzte Mal verkackt. Also verkackst du jetzt wieder? Nein, weil ich ja gerade durchlatschen kann. Ich habe das ungute Gefühl, dass wenn ich nachher zu dem Haus renne, dass da eine Seite drin ist. Das bedeutet, dass ich durch das Haus durch muss. Und das bedeutet wiederum, dass mich da hinter jeder Ecke das Slendy kriegen kann. Und das bedeutet, dass ich verkackt habe. Und das finde ich normalerweise nicht schön. Ich aber schon. Können wir vielleicht ein bisschen die Helligkeit hier aufdrehen? Den Laptop kann
kannst du ja als Taschenwärmer benutzen. Also. Na sicherlich! Das schönste Land in Deutschland, das ist das Partnerland. Okay. Es ist so herrlich anzuschauen und du bist Gottes Hand. Drum grüß ich dich, mein Partnerland. Du edle Perl im deutschen Land. Deutschland frisch auf frisch. Au, oh, da ist schon eine. Das ist schon der nächste Punkt. Und das war der Punkt, wo ich das letzte Mal verkackt bin. Aber da ist eine Seite und ich habe die vierte von 8. Um fortzufahren mit der zweiten Strophe. In Karlsruhe steht die Residenz. In Mannheim die Fabrik. Oh, das klang jetzt richtig wie. In Rastatt ist die Festung. Und das ist Badens Glück. Hallo, wir wollen jetzt hier mal nicht diskriminierend sein. Ich hab doch nur vorgelesen. Jetzt gebe ich hier ein bisschen Nitro hier, ne? Kein Bock mehr. Ey, da ist eine Röhre. Da fange ich gleich an zu rühren. Sei mal still jetzt, Valentin. Das verlangt jetzt meine höchste Konzentration. Jetzt sei mal still, Valentin. Ganz im Ernst, das nervt ein bisschen, ne? Hey lol, wo sind die ganzen Mini-Münzen hin? Das ist eines der Geheimnisse des Lebens. Des Valentins. Ja, ein bisschen Gas geben, kein. Wah! Wah! Oh! Oh! Ja, das Warbot halt. Das Warbot, Alter, aber richtig! Fuck! Ich bin so tot, das Spiel ist geisteskrank, es wird mich alles. I love Slenderman! Es wird mich töten! Ich komm da nicht durch, ja, das Spiel. Auch ein Slenderman hat Gefühle. Das Spiel wird mich töten! Na dann viel Spaß. Darf ich Minecraft allein aufnehmen? Lol, warum war hier keine Seite? Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich habe gerade ziemlich das Dümmste gemacht, was man. Aber ich scheiß drauf. Da ist das Haus. Soll ich mich da jetzt echt reinwagen? Ja. Oh nee. Aber ich mach's trotzdem. Da ist der Eingang. Gib Gas. Ich will so schnell wie möglich durch dieses fucking Haus durch. Spätestens hier wird mich das Slenderman töten. Das ist irgendwie unrealistisch, weil der ganze Slenderman bis sich durch den Kopf anhauen. Weißt du, was jetzt geil gemacht wurde, weil bei den alten Versionen. Da hat man hier Blättergeräusche im Haus gehört, auf den Kacheln. Obwohl da gar nichts ist. Das haben sie jetzt geändert und jetzt. Und zwar jetzt. Jetzt. Auf der anderen Seite geht's raus, dann muss ich jetzt auf die Seite, dass ich. Ich finde es logisch, weil ich keinen Ton höre. Mir macht das Spiel Angst, das wird mir. Oh Mann! Warum lasse ich mich immer nur auf so scheiß Sachen ein? Aber was tut man nicht alles für Söftig TV? Ja. Was tut man nicht alles? Es wird mich. Oh Mann, ey! Ich werde so sterben. Es glaubt ihr gar nicht, wie tot ich gleich sein werde. Ja! Für alles für nix! Ach doch, da ist eine Seite. Und der Sound wird immer schlimmer, ey. Das ist ja nicht mehr lustig. Ah, Leute, jetzt habe ich die 5 Seiten, ne? Da ist das Slenderman, zumindest hat man das Rauschen gehört. Gesehen. Ich sehe Stimmen. Das fängt an zu wabern hier.
Na, da geht's ja ab wie Schmitz Katze. Ich werde jetzt hier ein paar Mal im Kreis laufen, bis ich wirklich jeden Container abgegrast habe. Fuck it, ey. Eine Frage, welcher Psycho hat dieses Spiel entwickelt? Das haben wir schon gefragt. Alter, da ist sie, da ist sie. Geht euch vergraben. Besser als letztes Mal. Geht euch alle vergraben! Nein! Oh Mann, ey! Oh ja! Alter! Alter, das war's! Ich bin so fertig, es hat mich umgebracht. Ich bin tot, Leute. Ich bin so tot, Leute. Alter, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es jemand anschaut, lasst eine Wertung da und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.